Also, was schauen wir uns heute an? Wir haben in den letzten 4 Wochen noch mal einiges an Neuerungen reingebracht. Und zwar schauen wir uns 4 Dinge ganz spezifisch an. Und zwar einmal den Import von Geschäftspartnern. Der ist jetzt ganz frisch raus. Dazu gibt es noch Neuigkeiten bei SEPA XML. Das haben wir letztes Mal gezeigt. Und dieses Mal haben wir da noch so ein paar Verbesserungen gemacht. Dann gibt es Neuigkeiten, wie man ein Kassenbuch online anbinden kann. Das ist eine ganz neue Sache, die wir euch gerne zeigen würden. Und dann haben wir Verbesserungen im E-Mail-Import gemacht. Da würden wir euch das auch ganz gerne zeigen. Unten in der Leiste seht ihr übrigens, dass es einen Chat und einen Fragen- und Antworten-Teil gibt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt bitte den Fragen und Antworten, also F und A, oder falls euer Zoom auf Englisch gestellt ist, den Q und A-Knopf. Dann gehen die auch nicht unter. Gerne natürlich alle anderen Sachen könnt ihr gerne auch über den Chat anmerken. So, wunderbar. Dann herzlich willkommen. Wir sprechen einmal über den Geschäftspartner-Import. Stefanie, einmal auf die nächste Seite. Super. Also, wir wollten es einfacher machen, Kreditoren in Candice noch zu pflegen und diese in Candice zu halten. Das ist natürlich einerseits super wichtig für die neuen Kunden, die reinkommen und quasi einmal alles aufsetzen müssen. Und das ist auf der einen Seite da halt super wichtig. Andererseits ist es natürlich auch für euch, die vielleicht schon ein bisschen länger Kunde bei uns sind. Ihr habt vielleicht keine Lust, jetzt jeden Kreditor manuell einzupflegen. Und das wollten wir einfach einfacher machen, um das Ganze halt schnell zu machen und dass es einfach mit ein paar Klicks gemacht ist. Und es werden nicht nur die Kreditoren selber angelegt, das heißt jetzt vielleicht Candice GmbH oder je nachdem, wie die heißen, Meyer Müller Firma GmbH, sondern auch die inklusiven Daten, wie so IBAN, Steuernummer und so weiter, werden mit angelegt, so dass möglichst einfach alles in Candice schon integriert ist. Und zwar haben wir da die Möglichkeit, das von DATEV, also von Kanzleirechnungswesen, herunterzuladen. Ihr seht hier, dass man das über den Exportieren-Button und dann im DATEV-Format herunterladen kann. Dann sind schon all die Felder, die wir brauchen, sind schon mit ausgefüllt. Man kriegt die ganze Liste an Kreditoren mit dabei und diese kann man dann bei uns hochladen. Aber ich weiß ja, dass auch nicht jeder bei euch Kanzleirechnungswesen nutzt. Das heißt, falls ihr vielleicht ein anderes Tool nutzt, gar kein Problem. Wir bieten auch ein Template an, also so eine kleine Vorlage, wo ihr die entsprechenden Daten einfach eintragen könnt. Das heißt, alle 6 Spalten sind da: die Kontonummer, die Kontobeschriftung, die IBAN, Steuernummer, Umsatzsteuer-ID und die Fälligkeit in Tagen. Und das könnt ihr dann einfach ausfüllen und dann dieses auch hochladen. Das ist gar kein Problem. Wir haben auch einen Help Center-Artikel natürlich, der erklärt, wie ihr das aus DATEV-Kanzleirechnungswesen herunterladen könnt. Das heißt, ihr müsst es nicht selber finden, sondern ihr könnt euch da unseren Artikel nehmen und es einfach mit der Hand da lang gehen. Und am Ende habt ihr genau die Datei, die funktioniert und die ihr dann einspeisen könnt. Also, wenn wir nochmal eins weitergehen. Dann haben wir gleich ein kleines Video, das zeigt, wie man das hier importieren kann. Dann geht es auf diesen Import, das ist oben rechts bei den Geschäftspartnern über die 3 Punkte. Dann wählt man eine Datei aus, die man runtergeladen hat oder die man angefertigt hat. Lässt sich eine Vorschau anzeigen. Dann werden alle schon gezeigt. Und wie ihr seht, es kann auch mal zu Fehlern kommen, zum Beispiel, wenn man den Namen schon vergeben hat. Und dann kann man sich das alles vorher anschauen, bevor man importiert. Kann sich auch die Fehler nochmal genau anschauen. Bei welchen Kreditoren gab es denn jetzt hier Fehler? Und kann dann den Import starten. Wir können bis zu 10.000 Kreditoren auf einmal importieren. Das dauert dann wenige Sekunden. Und sollte es Fehler gegeben haben, bieten wir euch auch eine Fehlerdatei an. Das heißt, in jeder Reihe, wo es einen Fehler gab, wird angezeigt und wird mit dem jeweiligen Fehlergrund angezeigt, sodass ihr in Excel das dann bereinigen könnt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir eine ungültige IBAN haben, ist ja manchmal so, man hat vergessen, eine Zahl einzutippen, plötzlich ist das Format ungültig.
dann würde quasi wir das ablehnen, aber ihr könnt das dann quasi in der Fehlerdatei euch nochmal anschauen. Und wenn man vielleicht irgendwo nur das nochmal nachtragen möchte, kann man auch natürlich weiterhin die Kreditoren, die Geschäftspartner manuell editieren. Das heißt, zusammengefasst, ihr könnt jetzt in den Geschäftspartnern oben rechts den Import starten. Es wird importiert, was noch nicht bei euch drin ist. Das heißt, wenn ihr Candice GmbH schon als Geschäftspartner habt, wird das aus der Liste nicht importiert. Aber alles, was ihr noch nicht drin habt, das wird importiert mit allen Stammdaten, die in der Datei dabei waren. Also Kreditorenkontonummer, IBAN, Steuernummer, Umsatzsteuer-ID. Und dann werden die innerhalb von wenigen Sekunden aufgesetzt. Und das geht bis zu 10.000 Stück. Für die, wo es einen Fehler gab, habt ihr die Möglichkeit, anhand der generierten Fehlerdatei das einmal zu reparieren und diese ganze Fehlerdatei, die wir euch bereitgestellt haben, einfach diese nochmal hochzuladen. Das heißt, ihr müsst euch nicht die Originaldatei anschauen und euch zwischen den, sagen wir, 1.000 Kreditoren, wo es keine Fehler gab, durchsuchen, bis ihr diejenigen findet, wo es vielleicht Fehler gab, die 3 Stück, sondern ihr kriegt wirklich eine Datei, wo nur diese 3 angezeigt werden. Diese könnt ihr reparieren, dann könnt ihr diese erneut hochladen. Und das haben wir gemacht, um es euch einfacher zu machen, alles am Anfang aufzusetzen, aber natürlich auch, um es euch einfacher zu machen, eure Belege schon in Candice vorzukontieren, denn sobald eine Kreditorenkontonummer mit einem Geschäftspartner vergeben ist, ist das nächste Mal, wenn eine Rechnung von diesem Geschäftspartner reinkommt, automatisch die Kreditorenkontonummer schon mit dem Beleg verknüpft. Das heißt, sobald ihr das Sachkonto noch angegeben habt, habt ihr auch den gesamten Buchungssatz für den Beleg schon dazugegeben. Und so einfach kann es einfach sein, wenn man Candice nutzt. Alles klar, ich gebe mal weiter an die Stefanie. Ja, hier nochmal ein QR-Code. Wenn ihr darüber mehr lesen möchtet, könnt ihr das natürlich in unserem Hilfecenter-Artikel machen. Da gibt es dann nochmal tiefere Details und auch die Möglichkeit, wie immer, unserem Support zu schreiben, falls ihr dort Fragen habt. So, dann machen wir mal weiter. Der Lars hatte ja letztes Mal schon einiges zur SEPA-XML erklärt, für die von euch, die da nicht dabei waren. Die bisher Überweisungen online getätigt haben und das manuell gemacht haben, immer haben wir jetzt die Möglichkeit, eine SEPA-XML zu generieren für die Rechnungen, die überwiesen werden müssen. Und mit der SEPA-XML könnt ihr dann in eurem Online-Banking eine Sammelüberweisung machen. Da werde ich jetzt nicht zu tief reingehen, sondern euch mehr über die Neuigkeiten erzählen, an denen wir in den letzten Wochen gearbeitet haben. Und zwar Aktivierung, Deaktivierung, das erneut Herunterladen ist jetzt möglich. Das Zahlungsdatum wird exportiert an Dativ-Unternehmen online. Und was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, dass man zahlen kann über die SEPA-XML in Candice? So, und zwar Aktivierung, Deaktivierung. Für die von euch, wo das vielleicht nicht so interessant ist, bieten wir nun die Möglichkeit an, das in den Einstellungen zu deaktivieren, wenn ihr es noch nicht aktiviert hattet. Allerdings ist das Aktivieren natürlich auch interessant, weil wir jetzt die Möglichkeit bieten, ein fixes Startdatum anzugeben. Das heißt, wenn ihr andere Prozesse vorher verwendet habt, andere Möglichkeiten zu bezahlen, ihr möchtet das jetzt aus Candice machen, dann könnt ihr jetzt ein Startdatum für das Fälligkeitsdatum wählen. Das heißt, ab dem 15. August, alle Rechnungen, die ab dem 15. August fällig sind, werden dann hier erscheinen in unserer Zahlungsseite. Das ist über diese Aktivierung möglich, sowohl auf der Zahlungsseite als auch in den Einstellungen, wie ihr hier in diesem Video sehen könnt. Dann hatten sich einige gewünscht, dass man die Zahlungsdatei erneut herunterladen kann. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass sie verloren gegangen ist oder man braucht die nochmal für Compliance-Gründe, dann könnt ihr hier links, wie ihr sehen könnt in dem Video, auf einen vorherigen Export draufklicken und dann diese SEPA-XML-Datei einfach nochmal herunterladen. Es ist wichtig vielleicht festzustellen, dass diese SEPA-XML dann die gleichen Daten beinhaltet wie die ursprüngliche Datei. Das heißt, wenn sich irgendwas verändert hat, wird das hier nicht reflektiert. Und ich gehe mal weiter. Und zwar, was wir bisher nicht getan hatten, und das haben wir jetzt angepasst, ist, dass das Zahlungsdatum an Dativ-Unternehmen online weiter exportiert wird. Das heißt, wenn ihr
eine Rechnung in Candice bezahlt habt, indem ihr diese SEPA-XML-Datei generiert habt oder es anders markiert habt und es als bezahlt markiert habt, dann wird nun das Ganze, diese Information, wird auch an DATEV-Unternehmen online exportiert und wird hier als vollständig bezahlt markiert, inklusive des Zahlungsdatums. Und erscheint dann nicht mehr in den zu bezahlenden Rechnungen im Dashboard. So, aber was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, dass wir eine SEPA-XML-Datei generieren können, mit der ihr dann die Online-Überweisung machen könnt? Da gibt es natürlich verschiedene Gründe, weshalb vielleicht eine Datei oder ein Dokument hier nicht erscheint. Und zwar das Wichtigste ist natürlich, dass der Belegtyp Rechnungseingang ist. Das heißt, für die anderen funktioniert es nicht. Da wir hier eine SEPA im SEPA-Raum eine Überweisung tätigen wollen, muss die Rechnung in Euro sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und die IBAN des Geschäftspartners muss sich auch im SEPA-Raum befinden. Das sind ja die EU-Länder plus nochmal einige Länder hinzu, wie UK oder Schweiz. Wichtig ist natürlich, dass die Rechnung freigegeben ist. Nicht freigegebene Rechnungen können hier nicht überwiesen werden. Dann haben wir diese Checkbox-Überweisung erstellen. Die muss auch angegeben sein, die muss getickt sein. Und das Fälligkeitsdatum muss an oder nach dem Startdatum liegen, wie vorhin erwähnt. Das kann man bei der Aktivierung zum Beispiel nochmal einstellen. Ups, Moment. Das war zu früh. Genau. Hier ist dann nochmal der QR-Code für den Hilfecenter-Artikel. Dort findet ihr nochmal weitere Details. Auch bitte immer melden bei support@candice.io oder über die Chat-Funktion, wenn ihr Feedback habt, wenn etwas nicht funktioniert, wenn euch da etwas fehlt, bitte, bitte immer melden. Wir sind natürlich stetig daran interessiert, das weiter zu verbessern und für euch in einem so zu haben, dass ihr damit arbeiten könnt, dass wir euer Leben vereinfachen. So, dann gehe ich mal weiter. So, dann haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dies ist allerdings noch in Beta, und zwar, dass man das Kassenbuch online anbinden kann. Bisher konnte man Belegtypen Kasse konnte man nur als Belegbilder an DATEV-Unternehmen online exportieren. Das ist jetzt auch möglich mit Belegdaten. Dies ist natürlich jetzt nur interessant für die Kunden von uns, die auch DATEV-Unternehmen online verwenden. Also, fangen wir nochmal von vorne an. Dieses Feature ist bisher nur in Beta. Das heißt, wenn ihr daran interessiert wäret, dann bitte kommt in Kontakt mit uns. Wir haben gleich nochmal einen QR-Code. Aber, das war ich zu schnell. Entschuldigung. So. Also, ich wollte erst nochmal ganz kurz erzählen, wieso ist das interessant? Also, wie gesagt, bisher konnten wir Belege des Belegtypen Kasse an DATEV-Unternehmen online als Belegdaten schicken, aber nicht als Belegbild schicken, aber nicht als Beleg mit Belegdaten. So, das heißt, dort musste nochmal alles gemacht werden und wir konnten es nicht so einfach für euch machen. Und wir hatten nicht nur, Entschuldigung, ich muss mal von vorne anfangen. Der Vorteil ist nämlich jetzt auch, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, Kreditkartenbelege von den Eingangsrechnungen zu trennen. Und die können dann in DATEV sofort auf dem Kreditkartenverrechnungskonto gebucht werden, wenn wir das als mit Belegdaten exportieren. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das Ganze? Und zwar, wir haben auf unserer Einstellungsseite nun die Möglichkeit, dass man, wie gehabt, sich mit DATEV-Unternehmen online verbindet. Aber wir haben nun auch die Möglichkeit geschaffen, sich mit dem Kassenbuch online zu verbinden. Wir machen da verschiedene Checks. Ist das Kassenbuch online überhaupt angelegt in DATEV-Unternehmen online? Und dann kann man hier die Kontonummer hinzufügen, um sicherzustellen, dass das in das richtige Kassenkonto exportiert wird. Genau. So, für die von euch, für die das interessant ist, würde ich bitten, diesen QR-Code jetzt zu nehmen und mit mir einen Termin auszumachen. Dann würde ich das für euch freischalten und wir können das zusammen testen und sicherstellen, dass das für euch funktioniert. So,
Dann kommen wir zum nächsten Update, der E-Mail-Import. Wie ihr wisst, gibt es ja verschiedene Wege, Rechnungen oder Dokumente in Candice zu importieren. Wir haben einmal den manuellen Import, aber natürlich auch die Möglichkeit, die Rechnung weiterzuleiten an eine individuelle Import-E-Mail-Adresse. Und die werden dann prozessiert. Was hat sich verändert? Also, wir haben nun verschiedene Fehler und die zeigen wir nun an, aber auch andere Verbesserungen. Und zwar auf den Einstellungen bei E-Mail-Import kann man jetzt nun sehen, und zwar einmal, ob eine E-Mail empfangen worden ist oder ob etwas fehlgeschlagen ist, was die Betreffzeile ist, wer der Absender ist, wann die E-Mail erhalten worden ist und auch die Anzahl der generierten Dokumente, das sprich, wie viele Anhänge gab es. Wenn man jetzt darauf klickt, kann man nochmal weitere Informationen sehen, wie, was war der E-Mail-Body und was waren diese generierten Dokumente. Und man kann direkt zum Beleg in Candice gehen. Interessant für euch ist vielleicht auch, dass wir E-Mails ohne Anhang durchforsten, und zwar die Betreffzeile und den E-Mail-Inhalt nach gewissen Keywords. Also wenn da drin steht Rechnung, wenn da drin steht Beleg, aber auch englische Wörter wie Invoice, dann können wir aus der E-Mail selbst eine Rechnung generieren, eine PDF, die dann normal weiter prozessiert werden kann. Das ist natürlich interessant zum Beispiel bei E-Mails, ich glaube, von Mailchimp. Die haben zum Beispiel nie Anhänge, sondern die Rechnung ist in dem E-Mail-Inhalt, in dem E-Mail-Body selber enthalten. So, jetzt nochmal zurück zum E-Mail-Import selbst. Wir haben halt in letzter Zeit diesen Prozess transparenter und für euch nachvollziehbarer gestaltet. Und zwar kann man jetzt sehen, welche, das hatte ich ja schon erwähnt gehabt, von wem die kommen. Aber man kann jetzt auch besser erkennen, wenn Fehler passieren. Und zwar haben wir da Fehlermeldungen, wie, dass die Datei zu groß ist, der Anhang ist zu groß. Warum ist das der Fall? DATEV erlaubt nur Anhänge bis zu 20 Mbit. Das heißt, wir haben hier ein Limit von 19 Mbit, weil wir ja, wenn ihr direkt zu DATEV-Unternehmen online exportiert, mit dem Belegdatenservice auch nochmal den Audit Trail dranhängen. Und deswegen haben wir das Limit bei 19 Mbit. Dann kann es sein, dass ein Dokument gelöscht worden ist von einem anderen Administrator, entweder weil es keine richtige Rechnung oder aus anderen Gründen. Da haben wir hier nun gezeigt, kann man hier nun anschauen, wer hat dieses Dokument, diesen Anhang gelöscht, aber auch wann ist das passiert. Es kann passieren, dass der Viruscheck missglückt ist. Und dann gibt es noch so ein bisschen so ein generischerer Fehler, der Anhang konnte nicht prozessiert werden. Da steckt dann meistens was Tieferes dahinter. Da müssten dann unsere Entwickler nochmal reinschauen und gucken, was ist denn da schiefgelaufen. Und wie immer an so einem Fall natürlich an support@candice.io schreiben und wir werden uns das Ganze dann anschauen. Diese Fehlermeldung, die werden ja oben auch als Notifikation, als kleines Update gezeigt. Und man kann die dann lösen. Vielleicht interessant zu wissen ist, dass wenn die gelöst sind, wenn das gelöscht worden ist sozusagen, nicht gelöscht, aber gelöst worden ist, dann ist das für alle Administratoren gelöst, weil die Annahme ist, das muss nur einmal gelöst werden. Ich glaube, das war es dann hiervon. Und hier natürlich nochmal ein Link zu unserem Hilfecenter-Artikel, wo ihr diese Information nochmal nachlesen könnt. Warte, einen Moment. So, wie geht es weiter? Jetzt würde ich nochmal an Raquel übergeben. Jetzt habt ihr ein wenig gesehen, was wir in den letzten Wochen und Monaten, woran wir gearbeitet haben. Aber vielleicht ist es auch interessant zu erfahren, woran wir arbeiten werden und was euch in nächster Zeit erwartet. Ja, und übrigens, ich habe auch schon gesehen, die erste Person hat sich so ein Gespräch mit Stefanie für das Kassenbuch gebucht. Herr Neumann, toll. Sehr schön. Wir freuen uns wahnsinnig, mit euch zu sprechen. Und jetzt sprechen wir einmal ganz kurz darüber, nicht nur, was wir gemacht haben, aber was ist gerade in der Küche? Was kommt so als nächstes? Und zwar zuallererst möchte ich da sprechen über Verbesserungen im Export. Wir wollen natürlich, dass jeder Einzelne von euch, der schon mal vielleicht eine vermeidbare Fehlermeldung hatte, teilweise exportiert, fehlgeschlagener Export, dass das nie wieder stattfinden muss. Das heißt, wir wollen wirklich, dass der Export so verlässlich wie nur irgendwie möglich ist.
Außerdem soll der Export natürlich so schnell wie irgendwie möglich gehen. Das heißt, all die Kleinigkeiten, wo wir sehen, da kann es noch besser werden, das schauen wir uns jetzt an, wie wir das machen können. Das heißt, da könnt ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Verbesserung feststellen. Ist wahrscheinlich für die meisten von euch jetzt nicht so häufig passiert, aber für die, die das schon mal erlebt haben, die freuen sich sicherlich, dass das jetzt nicht mehr passieren sollte in ein paar Wochen. An zweiter Stelle arbeiten wir an einem Feature, das sich einige von euch gewünscht haben. Und zwar wollen wir es möglich machen, dass ihr diese Tabelle, alle Dokumente herunterladen könnt in einem Excel-Format, sodass ihr dann mit Excel eigene Auswertungen erstellen könnt. Da geht es um sowas wie eine Pivot-Tabelle daraus zu erstellen oder vielleicht eine kleine Grafik, anhand dessen, wo ihr erkennen könnt, zum Beispiel, von welcher Kostenstelle sind denn die ganzen Rechnungen, die noch nicht freigegeben worden sind? Oder wie alt ist meine älteste Rechnung, die noch nicht freigegeben worden ist? Oder von den Rechnungen von Candice GmbH, wie haben wir da verschiedene Kostenstellen zugewiesen zum Beispiel? Das alles könnt ihr dann durch diese heruntergeladene Excel-Datei in Excel euch erstellen mit den Pivot-Tabellen, mit den Grafiken, mit den Diagrammen. Um mehr rauszukriegen aus dem, was in Candice passiert, sodass ihr wirklich einen Gesamtüberblick behaltet, nicht nur über die einzelne Rechnung, sondern auch über das Allgemeine. Wie geht es euch allgemein in der Finanzabteilung? Das sind jetzt so zwei Dinge, an denen wir arbeiten. Es gibt auch ein paar andere Dinge, über die wir heute noch nicht sprechen. Die sind noch ein bisschen jünger. Wir freuen uns aber natürlich auch immer über mehr Anregungen und Wünsche. Steph, kannst du vielleicht noch einen weiteren? Danke. Das heißt, wenn ihr den hier, den QR-Code nochmal scannt oder auch einfach an support@candice.io schreibt, wir würden uns immer gerne anhören, was funktioniert vielleicht noch nicht so gut, wie ihr es gerne hättet oder was sind für Dinge, die vielleicht noch gar nicht angesprochen sind, wo ihr sagen würdet, wenn Candice das hätte, wäre ich noch mal 10, 20% glücklicher. Das sind die Dinge, die wirklich dafür sorgen, dass wir entscheiden können, was als nächstes gebaut werden soll. Dementsprechend, falls euch da was einfällt, schreibt uns gerne. Wir sind jederzeit bereit für ein kleines Telefonat. So. An der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls noch irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, der support@candice.io, der hört euch gerne zu und würde auch im Zweifel, wenn es eins von unseren Features ist, wo wir dran gearbeitet haben, uns mit einbinden. Das heißt, wenn es zum Beispiel das Kassenbuch ist, würden Sie die Stefanie mit einbinden. Wenn es um den Import von Kreditoren geht, würden Sie mich mit einbinden, sodass Sie auch immer die Erfahrungen und die Antworten aus erster Hand erhaltet. An der Stelle vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen schönen restlichen Tag.